Whee! 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 Kennst du das Spiel? Nee, kenn ich nicht. Kennst du Binding of Isaac? Also es ist halt so ein Roguelite, tatsächlich. Deswegen fange ich auch jetzt einen neuen Run an. Und die habe ich schon gerettet, tatsächlich. Also ich bin nicht... Ja, ist ja okay. Ich bin nicht ganz am Start. Also ja, das ist so ein Dungeon. Ich habe hier dann eine Karte, wo ich den erkunden muss. Ich habe hier so eine Standwaffe mit unendlich Muni, die ich bloß nachladen muss. Ich habe bei dem Charakter eine Shotgun-Flinte so abgesägt, mit der ich starte noch. Und einen Molotov-Cocktail, den ich jetzt nicht werfen will, weil den könnte ich eventuell gebrauchen. So, und dann gehen wir hier rein. Oh, so ein Ding. So. Und die Ausweichrolle hat Invincibility Frames. Da kann ich... Ich will es bloß nicht bei dem demonstrieren. Kann ich theoretisch durch Angriffe durchrollen. Huch. Und ich krieg halt hier. Das ist alles irgendwie waffen-related, wie gesagt. Und ich mag den Grafikstil tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde nur das Spiel ist ein bisschen laut. So. Und jetzt nehmen wir halt mal. Ich glaube, die machen tatsächlich gar nicht, die schieben mich bloß rum, die machen mir keinen Damage. Die sind bloß in späteren Level vor allen Dingen nervig. Oh Gott, der Schleim. Aber habe ich mich schon treffen lassen. Wenn ich in der Passive, wenn ich getroffen werde, mache ich kurzzeitig mehr Damage. What? Das waren 50er, die ich gerade gekriegt habe. 50. Hier, was ist meine... Was sind das? Na, Hülten. Das ist die Währung für den Shop gleich. Oh Gott, bist du denn? Für ein Typ. Entspann dich. Oh oh. Oh oh. Moment, aber das ist schwerer? Das ist doch sonst nicht so. Solche Dinger kann man sonst immer aus dem zweiten Level. Boom. Achso, die kann ich so umkippen. Ha! Hätte ich einfach verbrennen können. Ja, habe ich nicht gemacht. Da sollte man nicht durchlaufen. So, hier ist der Shop. Hier können wir uns Sachen kaufen. Zum Beispiel eine Annäherungsmine. Können wir einen Schlüssel kaufen, Leben, Munition. Wir können den theoretisch auch versuchen abzuschießen, was ich jetzt gar nicht will. Ich will mal was probieren. Geheimraum. Nice. Also es gibt Geheimräume. Die man Blanks aufmachen muss. Das sind die Dinger hier, wenn ich Q drücke, was du gerade gesehen hast. Die kann Geheimräume aufmachen und sie zerstören alle Kugeln auf dem Bildschirm. Oh oh. Und hindern Gegner daran, kurzzeitig zu schießen. Das werde ich wahrscheinlich beim Boss vor allem brauchen. Oh Gott, dammit. Und das an meiner Rüstung. Und das ist meine aktive Fähigkeit, mein Molotov Cocktail. Leben und eine Waffe. Eine neue T-Shirt-Kanone. Boom. 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 Ich kann mit T-Shirts schießen. Patronenhülsen, genau. Patronenhülsen war das, was ich vorhin gesucht habe. Und dann gibt es hier solche Sachen. Da brauche ich die Schlüssel für, da kann ich die aufmachen. Und dort war einfach nur eine Herzbrotdose. Kriege ich mehr. Muninomicon. Da sehe ich, was ich habe. Mit Beschreibung und hier kriege ich einfach nur, genau, für Herzbehälter und so, ich habe also mehr Leben jetzt. Hier oben. Anstatt 3 habe ich jetzt 4 Herzen, die aus Kugeln sind, ne? Und es sind quasi ein Herz, sind 2 Hits, die ich kriegen kann. So, wenn wir nicht laufen wollen, können wir uns teleportieren. Und das ist ja der Bossraum. Okay, da will ich jetzt noch nicht direkt hin. Und hier gibt es ein relativ einfaches Rätsel tatsächlich. Ja, ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt. Zack, und reinrollen. Du kannst es mit irgendwas ausmachen, was Wasser hat. Also auch wenn eine Waffe nicht mit dem Wasser rumschießt. Da ist der Geheimraum aufgegangen, den sehe ich gerade jetzt. Hier oben. Guck doch mal, was da drin ist. Das ist der, den ich mit dem versteckten Schalter in dem Kamin aufgemacht habe. Ach so. Stimmt, das ist der, den ich nicht brauche, weil ich brauche da 2 Schlüssel für, damit ich hier in den geheimen Bereich komme, in den geheimen Level. Ich würde mir nochmal einen Schlüssel kaufen.
weil ich sonst keine richtig gute Waffe habe. Mal gucken, hab ich hier eine gute Waffe? Gammastrahl, fieses Krümen. Die scheint gut zu sein. Probieren wir doch mal die beim Boss aus. Die Bosse sind natürlich auch thematisch angepasst, ne? Ich muss bei dem gar nicht nachladen beim Gammastrahl, das ist ja interesting. Ja. Alle Büsche sind Hindernisse, die ich erstmal kaputt schießen kann und muss, beziehungsweise als Deckung nehmen kann. Ha. Boom. Gatling Guns! Schnellfeuer-Raubvogel. Wo ist er hin? Oh, der ist irgendwie noch vergiftet dabei. Das ist ja mega gut. Und ich kann ja durchschießen. Ja, das ist mega gut. Aber ich kann nicht schießen beim Springen, logischerweise. Hilfe! Ach, dammit. Hilfe, auf mich zu treffen! Nein! Oh Gott, ich bin mal hier ins Feuer gelaufen. Ich muss mich unten hinrollen, damit ich keinen Damage mehr kriege. Oh! Das war knapp. Tatsächlich. Und es wurde gefressen. Und weg. So, als Belohnung kriegt man hier eine neue Waffe. Sirius-Kanone, total durchgeknallt. Achso, das ist die. Boom. Die fliegt ein bisschen rum. So, und hier können wir, glaube ich, das Leben, was wir uns für später aufgehoben haben, rausholen. Genau. Sehr schön. Perfekt. Das war Level 1 und Boss 1. Und ich habe hier schon hart auf die Fresse gekriegt. Heieiei. Und ich habe meinen halben Dingens verbraucht, tatsächlich. Nimm mal die Schrotflinte für die nächsten Räume. Achso, ich habe das nicht. Lol, was? Du spuckst Schleime aus? Oh, come on. Ich glaube, da darf ich nicht rein hier, auf das rote Ding. Okay, der ist jetzt gestorben an meiner Armor? I guess. Oh, die verfluchen mich ja. Hier in die Tommy-Geister. Alter, da. Nicht nah rankommen. Eieiei. Okay, hier werde ich langsamer. Okay. What is this? Was bist du denn für ein Viech? Geh weg! Ui. Du glaubst, du kannst gut schießen, dann spiel mit. Okay. Zerbrich die Ziele, gewinne einen Preis. Man nennt mich Winchester und ich habe hier ein kleines Geschicklichkeitsspiel für dich. Soll ich die Regeln erklären? Lass hören. Bei diesem Spiel musst du die Ziele mit einer bestimmten Anzahl von Schüssen zerstören. Jeder Schuss prallt ein paar Mal ab, ehe er verschwindet. Je mehr Ziele du zerbrichst, desto bessere Belohnung bekommst du. Hehe. Zerbrich die Ziele, gewinne einen Preis. Bin dabei. Gut zielen, Knastschwester. Okay. Dammit. Wow, beinahe. Oh, 5 Schuss hatte ich. Alles für dich. Okay. Achso, die Ziele da hinten hätte ich abschießen müssen, oder was? Oh, kriege ich nochmal einen Herzcontainer. Habe ich noch ein Herz mehr. Ist auch okay. Ist nicht mega geil, aber für 30 tatsächlich ganz okay. Oh Gott. Moment. Ich will das da haben. Gut, ist was anderes, was ich hier spiele gerade. Heieieiei.
So, haben wir da. So, was ist denn hier in dem Raum? Oh, nochmal eine. Aha! What the fuck? Alter Schwede! Ich dachte, man kann hier ganz in Ruhe looten, ey. Ich muss kurz warten, bis das Feuer weg ist. Alter. Was ist ein. Der Körper seiner Waffe erhöht den Schaden der Ausweichrolle erheblich. Ah, ich kann jetzt in Gegner rein ausweichen, damit ich Damage mache, okay. Weil nämlich das will. Der Altar ist leer. Nichts tun. Kann ich da irgendwas opfern? Nö. Ich habe nämlich auch keine Items, die ich irgendwie hinlegen könnte. Ich glaube, es gibt so heilige Items, die man theoretisch da hinlegen kann. Aber die habe ich nicht bis jetzt. Das war knapp. Oh. Ja, guten Tag, Mister. Können Sie bitte sterben? Oh Gott, aua. I did it! Mir nur einmal getroffen wurden. Eine Karte bekommen. Stockwerk aufgedeckt. Inklusive Geheimräumen, glaube ich. Das ist mir. Oh, ist das ein Geheimraum? Keine Ahnung. Das ist anscheinend ein Geheimraum. Okay. Erstklassiges Zündhütchen. Das wollte ich mir immer schon mal kaufen. Weil ich nicht weiß, was es macht, glaube ich. Im Englischen heißt das Ding Prime Primer. Durchsichtiger Gurenstein. Alte Magie. Was macht denn das? Patronenkomponent. Das Zündhütchen von einem der ersten Geschosslinge des Gungeons. Die Energie, die frei wurde, als das große Geschoss einschlug, ist noch immer dahin zu. Okay, noch gar nichts. Kann damit wahrscheinlich. War zwischendurch mal draußen, aber sonst nicht viel gemacht. Okay. Mondkratzer. Der Corsar. Den kann ich mir nicht leisten. Ein Herz kann ich mir nicht mein Herz leisten. Und Blank sicher auch nicht, oder? Ja, das kostet 24. Was ist das hier für ein Raum? Vollmantel. Altes Nichts. Tischtechnik Nichts. Mit dem Baden ist also vor allem rhythmisch. Mit dem Baden ist alles voll easy. Okay, wer bist du denn? Diejenigen, die hierher kommen, die uns stören auf der Suche nach der großen Waffe. Halte sie auf. Junge Patroner sollten meine Lehre beachten. Die Tischtechniken sind ziemlich nice. Tischtechnik deutet immer, wenn du einen Tisch umkippst, hast du entweder eine Chance oder sogar eine Garantie, dass was passiert. Ich hab noch ein halbes Leben, ey. Puh. Und kein Schlüssel. Puh. Ha! Geheimraum. So, ich würde gerne dich damit auffüllen. Okay, das hat mir nichts gebracht. Müll. Wer ist das? What? Sie haben es geändert. Früher war es einfach nur was, was nichts gebracht hat. Seltsamer, empfindungsfähiger Müll, wie es scheint, würde er dich gerne auf deiner Reise begleiten. Okay. Ich habe jetzt einen Müllbegleiter. So, wir nehmen wieder das hier. Und hoffen, dass wir die noch überleben. Das könnte schon schwierig werden. Die Gogo-Wumme, verfluchte Waffenhexe. Madame? Wow. Nein. Dass sie mich direkt so hart ein... Was macht mein Müll da? Nein, da kam ich quer!
Mega mies! Die sind nicht in der Formation geblieben, sondern sie sind hoch und runter geflogen. Ah! Eigene Tabletop-Roguelite. Ah, das war machbar. Die war schon zu zwei Drittel tot. Dammit! Das war machbar. God damn it.